Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott. In den letzten Videos habe ich dieses interessante Polybag vorgestellt, und zwar das LEGO Games 30630, was es wahrscheinlich so einzeln gar nicht zu kaufen gibt, sondern nur mit einem Spiel. Und ich hatte das Glück, dass ich es trotzdem kaufen konnte. Und upsa. Raffelzähnchen hatte die Verpackung jetzt gerade festgehalten, oder fällt immer noch feste. Das ist ein 3-in-1-Modell aus dem Jahre 2021 und ich habe jetzt die Pläne, dann wollte ich den hier mal bauen. Den da mal bauen. Den habe ich digital. Bitte kommt hier rüber. Wie gesagt, ich denke mir, dass es davon nicht so viele gibt. Und ich werde jetzt mal das B-Modell zaubern. Das seht ihr nach dem Intro. Bei dem A-Modell war eine Anleitung dabei. Wunderbar geklappt. So, jetzt das B-Modell. Es ist halt digital. Ihr seid dabei, ich werde es bauen und dann ist gut. Und ich sag mal, das war ein bisschen Glück, dass ich das Ding bekommen habe. Und ich finde es gut. Ich kann ja auch mal ein bisschen was haben, was vielleicht noch nicht jeder direkt auf dem Schirm hat und zeigen darf. Ich meine, ich bin auch mit Kleinigkeiten zufrieden. Und ich kann halt nicht immer die neuesten, tollsten, teuersten Sets mir leisten und kaufen. Aber ich denke, die 648, 38 Abonnenten, die ich habe, denen gefällt das auch. Wenn da mal ein bisschen mehr werden würde, würde mich das sehr, sehr freuen. Ich glaube, Videos kriegt ihr genug von mir, oder? Ja, denke ich auch. So, jetzt haben wir Froschenmalz. Das ist jetzt Bauschritt 7. Ja. Wie gesagt, dieses Polybag sollte wohl bei einem oder ist wohl bei einem Spiel dabei, was jetzt gerade auf den Markt kommt, also heißt relativ neu. Und ist eigentlich gar nicht für den Einzelverkauf gedacht. Es wird wahrscheinlich jetzt demnächst auch mal bei eBay und so weiter auftauchen. Also jetzt nicht von mir, sondern von anderen. Ah, jetzt werden die Teile gebraucht. Aber ich bin froh, dass ich es euch zeigen kann. So. Da waren übrigens Teile bei beim Modell A, die man da nicht brauchte. Wie zum Beispiel diese Schrägen hier. Jetzt brauchte man sie und ich habe sie auch gebaut. So. Mein Handy piept, das Handy muss warten, weil ihr geht vor und das Video geht vor. Da seht ihr, das ist einfach mal so gemacht. So, das Einzige, was ich bei dem Modell hier schade finde, es hat keine direkten Frontscheiben, sondern leider nur so schwarze Plätze. Oh, auf einer Noppe? Bauschritt 16. Also wie gesagt, das ist jetzt eine Lego-Anleitung, ja? Moment. Ist das offizielle B- oder C-Modell? Jetzt weiß ich es nicht ganz genau. So. Daraus auch einen Mock bauen kann, muss ich mal gucken. Wir drehen um. Muss ich natürlich immer auf die digitale Anleitung gucken.
Aber ich werde euch versuchen, so möglichst viel zu erzählen. So sieht es im Moment von oben aus. Also von unten. Wir bleiben unten. Jetzt da verbaut. Nö, da ist das drauf. Ja. Okay, warum gibt es da nur eins? Also normalerweise soll jetzt hier vorne noch so ein Gitter drauf. Das habe ich aber jetzt nicht. Vielleicht ist das regulär im Ersatzteilbereich drin. Also hier. Habe ich jetzt gerade nicht. Ist jetzt nicht das Weltschlimmste, aber ist nicht schön. Vielleicht, ich werde noch eins finden, das ist das Thema. So. Diesmal bleiben mehr Teile über, unter anderem auch der Print. Das Set hat einen Print. Und zwar dieses 2K. So, ich mache jetzt einfach hier vorne so einen drauf. Dann sieht wenigstens die Optik aus. So. Ja? Sieht von vorne eigentlich ganz schick aus. Ich frage mich immer noch, der Motorblock ist natürlich ein Riesenhammer, wie die Leute überhaupt rausgucken können. Hinten leuchten, vorne leuchten. Er rollt sehr, sehr schön. Komma fünf in der Länge. In der Breite so 4,5. Und Höhe, ja, so 4. So, das wäre das B-Modell. Ein B-Modell von einem Modell oder ein Z, was es eigentlich so gar nicht auf dem Markt gibt. Auch schön, oder? Selbst bei Brickware habe ich noch nicht gefunden. Na gut, alles klar. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, ob ihr das Set schon mal gefunden habt, wie ihr es findet, was ihr davon haltet und wie euch mein Video gefallen hat. Schaut euch gerne mehr von meinen Videos an. Lasst mir ein Abo da, ein Like wäre auch schön. Und ansonsten bestelle ich euch einen lieben aus dem Robot. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf. Wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.